Nein, doch nicht. Doch, blub, blub, Leute, jetzt. Was wartet immer, ne? Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play EU 4 im Koop. Moin. Ja, sind moin, wir wieder moin. Da. Läuft. Ich habe meinen Krieg gerade beendet mit den Pawny. Immerhin wieder eine Ebene weniger, um die ich mich kümmern muss. Aber es war eine gute Geldspritze zwischendurch. Und ich erober jetzt gerade die Karibik wieder, nebenbei. Und wenn wir die zurück haben, haben wir auch wieder ein bisschen mehr Warscore. Wir sind auf 36% runtergerutscht, weil die scheiß Rebellen das holen konnten. Oh, crap. Crap, 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 crap. England, 14.000 Mann, Portugal, 7.000 Mann zu mir. Passt schon, ich habe meine Armee gleich da. Aber ich nicht. Ja, bei mir oben, weißt du, ne? Bei mir hier oben. Ja, ich schipper gerade meine Leute hin und dann kann ich die wegmachen. Ich habe dann 31.000 Mann da. Ich würde gerne die Armadas von denen wegballern, ne? Meine Flotte muss erstmal repariert werden, das heißt, kämpfen kann ich gerade noch nicht. Shit, dann ich komme allein nicht gegen Portugal an. Die Flotte musst du erstmal warten. Ja, ich werde direkt carbesieged. Von den dreckigen Pennern werde ich carbesieged, instant. Nach dem Krieg solltest du schauen, dass du deine Küsten zumindest mit Festungen ein bisschen anpflanzt. Und ich verliere einfach mal so Stabilität. Weißt du was, dann... Die Autonomie für 10 Jahre, das ist viel zu teuer. Das ist viel zu teuer. Ja, dann friss halt die scheiß Stabilität. Oh, hier kriege ich... Ah, sehr gut, ich verliere eine Stabilität und ich bekomme eine Stabilität. Ist das nicht schön? So hätte ich das doch gerne immer. Okay. Die Küsten kann ich nicht mit Dings pflanzen. Ich habe die Kohle dafür nicht. Nach dem Krieg meine ich auch. Wenn dann alles geklärt ist, dass du dann anfängst... deine Küsten mit Fort voll zu pflanzen, sodass die Provinzen am effektivsten abgedeckt sind. Muss ich schauen, ja. Weil zumindest die Küsten sollte mal sichern, solange wir jetzt noch mit den Kriegen. Ja, machen. Aber die Forts nutzen da nichts, wenn die direkt an der Küste stehen. Die müssen eine dahinter stehen und meine Küste ist teilweise nur eine Provinz. Weil es bringt nichts, wenn die genau an der Küste stehen. Ich meine, ja, das Fort hält länger. Ja gut, es bringt schon was, aber da habe ich keine Berge. Das heißt, die sind nicht gut. Das ist Flatland Force und ich will keine Flatland Force haben. Die sind Unsinn. Das Einzige, was dir was bringt, ist entweder in den Bergen oder dass das Fort im Provinzanspruch verloren ist, natürlich kacke. Oder dass das Fort im Dings ist. Im wie heißt's? Im Wald oder sowas, weil sonst hast du keinen Verteidigungsbonus, wenn du da angreifst. Und bringt das Fort nichts. Das ist unnötige Geldverschwendung. Die Kaufleute sind wieder nett dabei. Ich könnte mir noch einen Admiral holen. Oh, why not? Bin ich halt 2 drüber, who cares? Oh, der Admiral ist total schlecht. Oh mein Gott, ein 2-1-2-2. Ja, komm, du kannst gerade wieder gehen. Schick mal deine Armee runter zu den 6000 Portugiesen. Ich mach die Engländer da oben tot. Okay, cool. Es ist schwierig, bei so viel Land noch alles im Blick zu haben. Die englische Armada. Oh, noch eine Kolonie selbst erhalten. Das ist natürlich sehr cool. Ja, wo wollen die denn hinflüchten? Mein Gott. Nervig. Die gehen hier in das Land, das ich noch nicht zurückerobert habe. Wahrscheinlich genau noch Missisage. Nee, obwohl, die wollen nur noch Niagara. So, meine Flotte ist wieder voll bereit. Oh, die landen unten bei mir an. Ja, und jetzt habe ich keine Truppen da. Ja. Scheiße. Ja, unser Land ist halt echt groß, ne? Das ist bescheuert. Wir müssen die Flotten erledigen, das ist das Ding. Oder wir müssen voll in den Kampf gehen, weil wir werden nicht mehr lange haben. Wir haben einen positiven Warscore, das heißt, wir kriegen bald den Call for Peace. Wir müssen langsam mal ein bisschen Fortschritt machen. Vor allem wegen dem ganzen Mist, den wir von England haben wollen. Müssen wir bei England Fortschritte machen, sehr bald. Deine Meinung geht runter, ja, okay. Oh, ich erhalte Korruption jährlich. Oh, yay. Da freue ich mich darüber. Scheiße. Wir müssen langsam echt gegen England vorgehen, Chef, sonst haben wir gerade bald ein Problem. Ich weiß, das ist mir genauso klar wie dir. Ganz bald. Bloß meine Armeen sind gerade ein bisschen aufgeteilt. Ich habe ja einen 31.000 Mann in Afrika. Zieh die hier zurück. Zieh die von hier zurück. Oh, der will 1.000 Mann von mir jetzt wichsen, der Penner. Ja, okay, gut, dass du da bist. Oh. Ich wollte gerade meinen 24.000 Mann hinziehen.
Zieh deine Mann aus meinen Landen zurück, ich habe es hier unter Kontrolle. Dankeschön für die Hilfe. Ja, ich habe meine Flotte gerade nicht da. Ich versuche gerade die spanische Armada einzufangen. Oh, hier ist die englische Armada mit 20 Lightships. Ich weiß, die habe ich auch gerade gesehen. Chance haben. Ah, meine, da eine Chance haben gegen? Ich probiere es einfach mal. Ich hoffe, ich verliere keinen Heavy, aber... Ja, ich verliere Transportschiffe. Aber ich bin geneigt, Transportschiffe zu akzeptieren, dafür, dass wir die Armada schwächen. Vor allem, weil da 12.000 Mann gerade anlanden von. Scheiße, ich habe einen Heavy verloren. Gegen Handelsschiffe, 2 Heavys verloren. What? Alter, das war schlecht. Und da landen gerade nochmal 11.000 Engländer an. Ich sag ja, die kein, machen, kein ne? Problem. Die habe ich tot, die habe ich tot. Ja, ich auch. Ah, okay, du machst so. Wow, das nur von Handelsschiffen. Hätte ich nicht gedacht, dass die so viel reißen. Jetzt habe ich dummerweise keine Transportflotte mehr. Haha. Great. Ja, ich erwarte ihre 11.000 Mann. Die kommen nämlich jetzt an, werden gestackwiped. Hoffe ich. Ich krieg die englische Flotte. Das wäre sehr gut. Mein Gott. Ich habe gerade unten die Spanier und Portugiesen verfolgt und die sind damit abgehauen. Und jetzt sind sie wieder da! Ey, ich kotz im Strahl. Das ist doch unglaublich. Ich habe dir geholfen, deswegen sind sie abgehauen. Okay. Ich habe nur noch 3 Heavys und keine Transporter mehr. Das ist ein bisschen schlecht. Das war dumm von mir. Und ich würde auch gerne meine Dings loswerden. Ja, mach nur. Hast du noch 3 Heavys an dir angeheftet oder sieht es nur so aus? Nein. Ich habe gar keine. Ich habe nur noch 3 Heavys. Die sind da, die sind derselben Provinz. Ich bin da am reparieren gerade. Ich muss jetzt erstmal meine Armee runterschippern, um meine Sachen zurückzuholen. Und wenn ich das dann zurückgeholt habe, können wir rübersegeln. Sehr gut, ich werde deine Schiffe nämlich brauchen, weil ich gerade die meisten verloren habe. Ich werde sie aber neu, ich werde jetzt neue bauen. Das Geld ist mir wert, weil F-it. Ich brauche aber 13 Stück, nee, 12 Stück, glaube ich. Portugal macht Frieden. Wenn ich das jetzt ablehne, bekomme ich dann negative Stabilität? Nee, ne? Nein. Nee, das ist nur wenn es scheiße aussieht im Krieg, sowas. Ja. Okay, ich habe 12 Transportschiffe und dann bin ich auch wieder fit. Heavys kann ich nicht bauen, dafür habe ich nicht das Geld. Ah, ich habe neue Einheitentypen. Welche denn? Oh, ich habe neue Kanonen, sehr gut. Ich habe Tech 13 übrigens gerade genommen. Mhm. Ja, kleine Gusseiserne, mehr Offensive. Spanien will Frieden, aber nicht den, den wir wollen, leider. Wenn nicht, dann ist Spanien jetzt egal, dann hauen wir die halt raus, dass es ein bisschen besser aussieht. Ich meine, je geringer der Frieden ist, den wir machen, desto besser eigentlich für uns. Also dann können wir nämlich wieder angreifen. Ich kann gar nichts holen. White Peace. White Peace ist alles, was sie zulassen. Dann mach, dann fertig. Dann Null Warscore. Wir haben null Warscore gegen sie. Okay, White Peace, dann sind sie draußen. Wir verhandeln nur im eigenen Namen. Oder sie verhandeln im eigenen Namen, okay. Spanien ist draußen. Wir haben eine Menge verloren. Spanien hat mich als Rivalen genommen. Yay! Das ist einfach zu kostspielig. Ja, zu blöd. Gut, Spanien hat mich jetzt auch nicht rivalisiert. Okay, wenn wir jetzt in England anlanden können, wäre es alles golden. Dann können wir Portugal rauskloppen. Wir haben 48% Warscore gegen die. Das ist also schon fast geregelt. Gegen Portugal. Na, ich muss jetzt erstmal hier meine Truppen sammeln, weil die laufen ja gerade bei mir unten. Wahnsinnig. Portugal hat noch was. Hast du die Insel gesehen? Portugal hat Fernando Po. Das ist bei dem Knick in Afrika, weißt du, die drei Inseln da. Fernando Po. Ja, ich sehe da noch nicht so weit. Ich sehe da nicht eine mehr Inselchen. Oh, das sind zwei, dann wären wir auf 90% mit denen. Aber ich glaube, die lassen wir einfach, weil... Okay, die da hinten, lass mal, fertig, das ist... Ja. 79%. Wenn wir in Portugal einfallen, haben wir das ganz schnell. Wir müssen nur vorher England rauskicken. Wenn wir das schaffen, ist alles geregelt. Dann ist der Krieg absolut vorbei. Und alles ist wieder gut. Sehr gut. Neue Admin-Tag. Dankeschön. Oh, crap.
If we only had common sense, ne? Ich bin gerade schon wieder Admin verloren. Beziehungsweise Dings verloren. Ich kann starten begründen. Okay, das mit dem Starten mache ich gleich. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Zwei Stabilitätsverluste hintereinander, ne? Wow. Und England ist schon wieder bei mir. God damn England. Get on my freaking nerves. Und die haben schon wieder 31.000 Schiffe. 31 Schiffe. 31.000 zum Glück nicht. Ja, ihr könnt ruhig Carpet Siege in England. Ist cool. Meine 25.000 Mann kommen. Solange ihr da siege, seid ihr sehr vulnerable. Es ist unmöglich. Ich krieg die Flotten nicht eingefangen. Das kannst du total vergessen. Ja, wie gesagt, ich würde dir gerne helfen. Aber ich würde sagen, wir ignorieren die Flotten einfach. Wo rennt ihr denn hin? Habt ihr Schiffe da? Nee, habt ihr nicht. Scheiße, ich muss die einholen. Dreckigen Engländer, komm schon, lass mich sie kriegen. Yes, abgefangen. 18.000 Mann von England. Und da ich sie besiege, sind sie jetzt stack-wiped. Und das gibt uns guten Warscore. Muss dir eigentlich mal geben. Ich habe 7.000 Portugiesen rumlaufen, die gerade durch ganz Südamerika laufen. Keine Ahnung, wo die hin wollen. Die laufen einfach nur so rum. Toll, Prestige hier nicht runter, Bevölkerung hoch. My goodness, lass mir doch mal Zeit, hier was zu machen, Paradox. Ah, sorry, ich habe gar nicht mitbekommen, was du gesagt hast. Was war? Ich habe hier eine Truppe an Portugiesen, die Spaß am Laufen hat. Vielleicht trainiert die für einen Marathon oder sowas. Die sind jetzt von den spanischen Kolonien bis nach unten zu den Falklandinseln gelaufen, laufen wieder hoch zu meiner Hauptstadt. Wow. Die Very sind fleißig, nice. Ey. Very nice. Okay, ich habe mein Land jetzt wieder resieged. Alles ist gut. Sobald du bereit bist, ich habe jetzt wieder 25 Transporter. Wenn dieser scheiß Autosave nicht dazwischen kommt. So, und du hast Angst, dass deine Armee direkt gewiped wird, wenn du jetzt mit alleine rüberfährst, ja, ne? Ja, deswegen, es wäre cool, wenn du entweder ein paar Truppen oder zumindest einen Transporter, damit ich mehr Truppen rüberschicken kann. Dann müssen wir aber noch ein paar abholen. Weil es wird Zeit, wir haben echt nicht mehr viel Zeit, um das zu erledigen. Okay, ich habe 28 Schiffe, das heißt 25 davon sind Transporter. Ich kann meine Handelsflotte nicht wegnehmen, oder? Weißt du was, ich nehme meine Handelsflotte mit. So, 15 Schiffe kommen noch mit. Ich habe hier 25.000 Mann, meine Söldner kommen auch mit, das sind nochmal 6.000 Mann. Sofern deine jetzt hier hinkommen könnten. Ich habe meine Flotte gerade in Afrika und sammle Truppen ein. Sehr gut. Ich kann nämlich auch noch dann zu den Azoren schnell gehen, wenn wir da oben anlanden ins Lego. Dann könnte ich schnell zu den Azoren und mir nochmal 25.000 Mann holen, das dauert aber ein bisschen. Weil ich habe hier 31.000 Mann, die transportiert werden können. Okay. Ich krieg die 52. Also ich brauche mindestens 2 Ticks für meine Flotte zum Reparieren. Ist okay, du hast die Zeit. Okay, ich kann auch... da ist die englische Marine. Okay. 20 Handelsschiffe. Und ich habe halt nur einen crappy Admiral. Ich hätte meinen anderen behalten sollen. Der war dann doch besser als der hier, den ich jetzt wieder gerollt habe. Ich habe viel zu viele Anführer. Wo bist du? Du bist bei der Armee, weißt du was? Kein Anführer. Stattdessen wirst du jetzt rausgeschmissen, denn du bist der Schlechteste, den ich habe, so traurig es auch ist. Ich lasse die 6.000 einfach hier. Okay, ich könnte jetzt sofort 25.000 Mann ins Lego abliefern. Da ist die englische Marine gerade unterwegs, aber das ist ja nicht so wild. Beziehungsweise in Tyrone, aber wir können sie halt erstmal ins Lego abstellen. Na, dann fahr mal hoch. Soll ich? Ich fahr grad hoch. Braucht zwar ein bisschen.
Good to know, dann mache ich das auch schnell. Oh, Portugal, wie können die noch Manpower haben? Ich verstehe es nicht. Warum? Ach so, ja, okay, ich muss ja erst an. Ich muss ja erst in die Bucht. Portugal hat noch 17.000 Mann an Manpower. Das ist unmöglich. Und England noch 30.000 Mann. Woher nehmen die das Zeug? Ernsthaft mal. Sligo, gib mir mal Fleet Basing. Wir haben nicht viel gegen sie gekämpft, Chef. Wir haben nicht viel gegen sie gekämpft. Wir haben aber genug Armeen geklatscht. Also es ist nicht so, als ob wir da jetzt wenig Armeen getötet hätten. Ja, aber es hat auch ziemlich lange gedauert. Weißt du, wie lange wir schon im Krieg sind? Wir sind seit fast 20 Jahren im Krieg. 13 Jahre. Deswegen wundert es mich, dass wir noch keinen Call for Peace haben. Ich bin aber auch sehr, sehr froh. Ich habe nur 3 Kriegsmüdigkeit. Das ist an sich nichts. So, ich habe mir Fleet Basing ins Lego geholt und gehe jetzt in Connacht vor... Oh, ich habe meine Truppen nicht dabei. What the fuck? Wieso? Ich habe die doch gemarkt. Oh, so ein Bullshit, ey. Spiel. Was willst du mich hier verarschen? Ich habe A gedrückt. Ganz eindeutig. God damn it, ey. Scheiße, ich bin schon ins Lego, weißt du? Das ist so ein Kack. Das ist so ein Bullshit. Ah! Ihr habt nicht genug... Oh, toll. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass die Adelsleute nicht genug Einfluss haben, ne? Das heißt, ich kriege keine neuen Generäle mehr. Für low. Voll mit 40 Dings. Ich hab nicht unter 20 Army Tradition momentan. Ich kann keine neuen Generäle holen. Ja, aber die sind komplett gering. Alle sind gering, was das angeht. Sogar wir sind gering. Wir sind so lange im Krieg. Es ist schlimm. Na, wir haben aber von der Kriegsmöglichkeit kein Problem, währenddessen die ein Problem bekommen. Nö, überhaupt keins. Wir sind ja auch nicht sieged. Die schon. Ja, okay, ich bin bei 2 Kriegsmüdigkeit, aber ganz ehrlich, diese portugiesische Armada, ich krieg sie nicht, oder? Nein, ich krieg sie nicht. Ich glaube, ich hau meine Kriegsmüdigkeit aus. Es ist so nervtötend, ey. Zur Hölle. Alter. Ah, das nervt mich. Ja, ich weiß, ich kenne das Gefühl. Diese Flotten. Deswegen, lass uns anlanden. Lass uns anlanden. Oh, ja, Mann, was denkst du, was ich da gerade machen will? Oh mein Gott. wenn wir anlanden, haben wir sie. Dann ist vorbei. Wir müssen England raushauen, dann ist Portugal so gebrochen, dann können die gar nichts mehr, wenn England weg ist. Vor allem haben die dann 90% ihrer Flotte verloren. Dann haben sie England und Spanien als Flotte verloren, dann sind sie total hilflos. Ich sehe die portugiesische Flotte übrigens. Oh, die wollten nicht gerade angreifen, so sah es aus, aber sie sind gerade wieder... Die ist gerade im Hafen daheim. Oh, hätte kurz gewartet, hätte sie gestoppt. ich war schon gemarkt, ich... Wie viele Truppen kannst du mitnehmen? Du hast 31.000 dabei. Nice, okay. Das ist auf jeden Fall genug. Wie gesagt, ich könnte noch 25.000 holen. Ich hole mir jetzt Tyrone. Weil das ist, was ich eigentlich haben will. Und hole jetzt auch noch die anderen. Oder ich gehe zumindest zu den Azoren. Die meine Leute da gerade super Urlaub machen. Wo? Oh, ich komme. Ich habe England aus dem Hafen rausgeschippert. Ich habe England geklatscht. Ich habe gerade ein paar Truppen von England weggehauen. Okay, wir lieben uns auch wieder, das ist schön. Vielleicht haben wir Glück und wir können die englische Flotte zumindest einkerkern, wenn die wieder hier sich rumtreibt. Ja, die wollen mich angreifen, die greifen mich an. Ja, englische Flotte, hoch. Ich bin mit denen im Krieg. Und sie sind abgehauen aus Angst. Okay, ich habe kein Schiff verloren. Das ist sehr gut. Ich krieg's oder? Nee, das ist das kleine Schiff. Shit. Immerhin ein Schiff. Okay, die Flotte ist im Hafen. Die Flotte ist im Hafen. Ja, aber ich muss reparieren. Sonst kann ich nicht gegen die kämpfen. Ich auch. Und dann blockieren wir die irische See. Oh ja, und jetzt ist mein Typ gestorben, ne? Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bin ich bei minus fucking 2 Stabilität. Lol. Beschissen? Ja, ist es. Ich werde hier angegriffen. Deine Armee. Warte, mach doch Pause, wo denn? Ja, ich zieh mich zurück, das hat keinen Sinn. Warum? Wir können die doch locker schlagen. Meine Moral bricht. Really? Ah, du bist angelandet, deshalb, warte mal. Nein, die haben mich angegriffen mit 50.000 Mann und dem Hammer-General. Den hab ich nicht. Ihr Kind. Der General ist besser. Warte mal, mein bester General, ein 3-4 oder ein 4-3?
Ich glaube, wir nehmen den. Warte mal, dann bin ich schneller. Kann ich noch ankommen? Am 1. Ja gut, Juli. Die Dann Frage breche ich dir vorher. Ja, nee. Kannst du zu mir shattern? Kannst du zu mir hin? Und dann schütze ich dich. Das Ding ist, es ist kein Problem, wenn ich meine 25.000 Mann holen könnte. Bist du zu mir hingeschattert? Ich kann es leider nicht sehen. Wenn ich meine 25.000 Mann mit meiner Flotte holen könnte, dann wäre das kein Problem, weil die portugiesische Armada ist noch da. Ich gehe nach Alster, rechts dahin, also halte ich bereit, falls sie mich angreifen wollen, ne? Warte erst noch, damit du ein bisschen Moral hast. Diesmal. Ja, genau deswegen solltest du hättest warten. Reingehen. Ah! Ja, du hast mir nicht gesagt, ich soll hingehen, du hast gesagt, ich soll warten. Ich habe gesagt, ich gehe rein, dass du dich bereit hältst. Ja, und du bist jetzt stack-wiped worden. Ja, aber warum bist du da hingegangen? Du hättest lieber 2 Monate warten sollen. Wir haben Attrition bekommen, ja? Deswegen. Ja, dennoch. Jetzt oh Gott, ich genau, und ich habe minus zwei. Das. Ich breche die Armee, aber das war kostspielig. Ich hole die 2, da passt. Oh, ich rolle natürlich in den Schock-Phases wie die Hölle, aber sie haben aufgegeben. Lol. Dann zieh dich nach Tyrone zurück, oder? Ist egal, ich krieg hier in beiden keine gute Regenerationsrate hin. Warte, ich brauch kurz einen Moment. Yes, sehr gut. Ich hole mir meine anderen 25.000 Mann hier. Wenn ich schnell genug bin. Und nicht aufgehalten werde, wenn meine Flotte nicht aufgehalten wird, dann schaffe ich das gegen die. Aber wenn ich Ulster halte, dann können wir den Straight blockieren, dann kommen sie auch nicht mehr zurück. Dann können wir das locker stack wipen. Die werden dich dann aber recht bald vermutlich angreifen mit ihren 30.000, weil sie haben sich wieder gut hoch regeneriert. Not yet. Ich hätte echt aber ich krieg ja noch 25.000. Guck mal, ich krieg ja noch 25.000 hier hin. Das Dumme ist, ich habe Terra Incognita hier. Das ist sie kommen. Dankeschön für die Pause. Ja, das ist der schnellste Weg, laut dem Dings, deswegen... 10. Du kommst auf gar keinen Fall mehr weg. Nee, du hast, das sind nur noch 2 Tage. 15. Ah, okay. Ja, dann, warte mal, ist das kein gutes Terrain für... Doch, ist gutes Terrain für mich, sie haben ein River Crossing. Aber, Sie würfeln sehr gut. Ja, die Dreckschweine. Dabei haben wir bessere Pips und alles, ne? Aber die Würfel sind halt immer noch entscheidend. Wie lange brauche ich, um da zu sein? 30. November, wir haben den 28. Das schaffe ich. 2 Tage, das reicht. Die sind abgehauen, die feigen Schweine. Ich hätte so gern die englische Flotte eingekesselt. Okay, ich halte den Strait. Sie sind über den Strait gegangen. Kein Problem. Wenn sie jetzt angreifen, dann zermürben sie sich an mir. Das Dumme ist, ich rocke gerade minus 2 Stabilität. Das ist tödlich. Ich muss investieren. Hast du keine Punkte zum Hochpowern? Doch, ich muss. Ich will nur nicht. Ja, aber ich muss. Komm. Minus Stabilität hochmachen ist Pflicht. Aber es waren wieder mal 180 Punkte, die ich einfach in den Klo gekippt habe, ne? Danke, Spiel. Vielen Dank. Und mein Herrscher ist nicht besonders gut. Ein 3, 2, 5. Okay, wir haben das hier erwischt. Jetzt nur noch Leinster und dann haben wir einen guten Warscore gegen England. Wie viel? Lange nicht genug, wenn wir 93% haben wollen. Und ich will nur Tyrone, das ist die günstigste Provinz. Das meiste geht über dich drauf. Oh, also ist eine wieder weg. 96%. Ich verstehe gar nicht, wieso die Kolonien so teuer sind. Okay, ich habe noch 900 Ducats, die ich haben wollte, aber 81%, wenn ich nicht einen Ducat will. Außer die Kriegsreparation, die ich mir nicht abschwatzen lasse, weil ich brauche Kohle. Ich brauche verdammt nochmal Kohle. Und England macht eine Menge Kohle. Aber es sind immer noch 81%, ohne dass ich direkt Geld nehme von denen. Und das würde ja eh aufgeteilt auf uns beide. Und unsere Participation ist, du würdest 35% bekommen. Okay, ich kann jetzt einfallen in England. And I will do. Ah, das Problem ist, sie blockieren mich gerade. Dankeschön, England. Und ich komme gegen die englische Flotte nicht an. Musste noch kurz warten, weil meine Flotte wird auf 50% sein, wenn ich da bin. Ist kein Problem. Kann ich gut looten? Nee, ist fast alles weggelootet, aber die 6 Ducats, die hole ich mir noch.
Wie gesagt, ich halte den straight. Solange ich den straight halte, können die auch nicht zu mir kommen, weil die kriegen minus 2? Nee, minus 1 durch, allein durch Straight Crossing. Das heißt, die werden es nicht wagen, hier rüberzukommen. Warum die durch Schottland Access haben, frage ich mich. Schottland, das ist euer Rivale. Warum gebt ihr dem Access? Ach so, wir sind Alliierte, deshalb. Ich habe die englische Flotte gefangen. Doof. Mein Admiral ist schon wieder tot. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich komme. Ich bin in ein paar Tagen da. Ich komme an 16. April. In der nächsten, nee, 15. April. Und jetzt komme ich an in... Schaffst du das noch? 22. Yes. Ich kann mit meinem Typ mir nichts anfangen. Oh, Scheibenkleister. Ich hätte gern einen Anführer. Dankeschön. Oh, ich verliere Heavies. Ich verliere richtig Heavies. Ich auch. Ja, das könnten meine sein. Das könnten meine sein. Okay, dafür habe ich die englischen Truppen in meinem Land besiegt. Heavies. Wow. Ja, ich habe noch 3, also ich meine, sind doch nicht draufgegangen. Ja, aber die hatten nur ein Heavy, oder? Kann doch nicht sein. Warum verlieren wir so viel gegen die? Wir hatten am Ende 86 Schiffe. Ich weiß nicht genau, was da alles mit dabei war. Es war 86? Oh. Und nebenbei waren meine Schiffe nur auf 50%. Und die haben einen asozial guten Admiral. Und mit denen können auch leichte Schiffe alles wegpratzen, wenn man will. Man braucht nur genug von ihnen. Hast du dir auch von Sligo Access geholt? Dann hättest du da einfach jetzt... Ah, das ist natürlich doof. Ach, das macht nichts. Das Dumme ist, so werde ich nicht über den Strait kommen. Ja, ich komme nicht über den Strait, die blockieren mich sofort. Gib mir gerade ein paar Tage, dann passt das. Ich habe keine Seeleute mehr, das ist ja gerade ein Problem. Was ist das? Das ist das zweite Mal, dass ich höre, dass das überhaupt jemals auch nur im Entferntesten irgendeine Relevanz hat. Du musst dir überlegen, ich bekomme ja wenig, ja? Und ich zahle pro Großkampfschiff 200 Seeleute und ich habe 20 gezahlt. Das heißt, Ich habe 8600 auf Lager, ich habe Maximum fast. Ich nicht, das heißt, ich habe allein mein halbes Reservoir mit Karacken geleert und dann jetzt noch die Kämpfe, die ziehen ja auch. Und die Zermürbung wiederum, das zieht ja auch. Also, ne. Okay, ich würde fast um Frieden bitten. Auch wenn wir nicht alles kriegen, was wir wollen, aber irgendwie irgendwas in die Richtung von Frieden. Also, wenn ich England... Ich lasse mir Tyrone nicht nehmen. Ich würde die Kriegsreparation wegnehmen. Ich würde aber sagen, Panama bleibt, weil dann hast du dein Land connected. Ja, bitte. Englisch-Kolumbien. Das bringt kaum was. Englisch-Kolumbien kannst du quasi weglassen. Das muss unbedingt sein, aber ich würde gerne den Norden 50% haben. 50% Warscore, wir haben 10. Bah, nee, oder? Wir haben 10. Scheiße. Weil wir die guten Provinzen noch nicht erobert haben. Wir müssen ein Fort haben. Wenn wir ein Fort haben, dann haben wir es. Ja, dann leider fertig. Fertig. Wir müssen irgendwie über den Strait kommen. Sobald wir über den Strait kommen und er kontrolliert... Obwohl, er dürfte es nicht blockieren können. Er kontrolliert nicht beide Seiten. Er kontrolliert nicht mal eine Seite davon. Warum darf er es blockieren? Ah, weil wir nicht beide... Wenn wir beide Seiten kontrollieren würden, weil Schottland nicht dabei ist. Wenn Schottland unser Verbündeter im Krieg wäre, dann könnten wir einfach drüber. Das ist scheißegal, ob wir da schon stehen. Problem. Ich habe gerade wieder Portugiesen bei mir und ich verliere meinen Großmachtstatus. Das ist doof. Ja gut, aber da kannst du jetzt eh gerade nichts machen. Also ich würde mal sagen, einen großen Marinekampf können wir uns nicht mehr leisten. Habe ich auch nicht vor, ehrlich gesagt. Warum schloss sich der Kirchenstaat an? Aber nicht nur bei uns. Nur wie das denn? Die sind im Krieg. Oh kacke, ich habe eine Revolte von 30.000 Mann. Lol. Ne, 16.000 Mann. Aber ich habe nur 6.000 Mann hier im Herzland. Merk. Das ist toll. Das heißt, ich brauche schon wieder... mehr scheiß dreckige Söldner. Und ich habe nicht das Geld dafür. Ich kann 3000 machen. Yay. 16.000 gegen 9.000, meinst du, das läuft? Nee, glaube ich nicht. Crossing, komm rüber. Ja, ich halte das auch gerade. Es
Zumindest hatte ich es vor. Wo sind meine Truppen hin? Wo sind meine Schiffe? Ach, die habe ich nur noch angelandet. Okay, cool. Okay, ich hole meine anderen Mann. Nicht Carpet Siege, denk dran, da sind noch Truppen. Ich teile nur die Hälfte auf. Ich habe ja noch ein bisschen Fog of War, das ist... Nee. Ja, ich habe es leider auch, aber da wir im Krieg mit dem sind, können wir es aufdecken. Das kann ich nur nicht, weil ich mit Slego nicht im Krieg bin. Wir brauchen keinen Dings dafür. Oh toll. Im mittleren Adligen als Thronfolger, 314. Nö. Oh, großartig, ich hab's angenommen. Nee, hab ich nicht. Nö, will ich nicht. Lieber mehr Rebellen kommen. Okay, ich muss zurück. Ich muss mit meinen Schiffen hier was tun. Ich denke, wir haben genug da. Wir haben 70.000 Mann in England. Und wir haben mega Attrition in England. Toll. Danke, dass du weiterziehst. Das ist nett. Ja, ich glaube, ich war davor da, oder wann hast du den hingezogen? Der war schon länger da. Mhm. Wäre mir unbekannt. Wir brauchen unbedingt einen Vor. Ich habe einen General dabei mit 2 Siege Score, beide Generäle. Deiner hat auch 2 Siege Score. Also wir können 3 Sachen gleichzeitig belagern. Ich werde sofort zu London gehen, wenn das möglich ist. An sich haben wir schon einen Vor, aber es war unbemannt. Wirklich? Hm. Welches? Yorkshire? Hatte das echt mothballed irgendeins? Wo? Ja, warte mal. Okay, nee, sorry. Nee. Mir wurde eins angezeigt. Warum auch immer. Verstehe. Okay. Problem ist, ich bin gerade Ultra Siege von Rebels. Du musst eine Armee zurückschicken, auf jeden Fall. Und Leute, warte mal, wir müssen gerade mal einen kleinen Cut machen. Die Konklusion dieses, oder die Auflösung dieses Krieges sehen wir dann leider erst beim nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr seid da mit von der Partie und ja, bis zum nächsten Mal bei EU4 Coop. Tschüss. Ciao.